Heute bei Tacheles zu Gast ist Julia Ebner, Terrorismusforscherin beim Institute for Strategic Dialogue und Autorin des Buches Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Mit welcher Fragestellung haben Sie Ihr Buch begonnen? Also ich hatte am Anfang die Frage, wie sich eigentlich unterschiedliche Formen des Extremismus nicht nur ähneln, weil die Parallelen wurden schon in zahlreichen Studien analysiert, sondern wie sie auch miteinander interagieren und was da so das Wechselspiel ist. Also ich habe begonnen, mich wirklich vor allem mit Rechtsextremismus auch in meiner Freizeit zu beschäftigen, nachdem die britische Abgeordnete Jo Cox von dem Neonazi Tommy Mayer so direkt vor dem Brexit-Referendum ermordet wurde. Davor hatte ich mich schon sehr viel mit Dschihadismus und dem politischen Islam beschäftigt. Und ich habe natürlich sehr viele Parallelen festgestellt, aber wollte dann auch wissen, inwiefern die beiden auch teilweise kooperieren oder teilweise sich wechselseitig in die Hände spielen. Wie erfährt man etwas über die inneren Strukturen dieser Bewegung? Also ich habe begonnen eigentlich das Ganze mit einer wirklich auch Undercover-Recherche innerhalb der Netzwerke, sowohl von Islamisten als auch von Rechtsextremisten, weil ich Zugang haben wollte zu den eigentlich ungefilterten Konversationen und Dialogen, die dort stattfinden, weil ich näher dran sein wollte, um zu verstehen, auch was beide Seiten motiviert und auch wie sie denn die jeweils andere Seite wahrnehmen, beziehungsweise was auch ihre Ziele sind und auch was die politische Mitte betrifft. Welche Erkenntnisse haben Sie im Laufe Ihrer Recherche am meisten überrascht? Es gab einige Überraschungen. Das ist eigentlich eine schwere Frage, aber ich denke, dass also gerade bei diesen verdeckten Recherchen innerhalb der Netzwerke von Islamisten und Rechtsextremen wurde mir bewusst, wie schnell eigentlich dieser Radikalisierungsprozess stattfinden kann und wie teilweise auch waren da auch sehr viele natürlich Mitglieder, die sehr sympathisch waren, die charismatisch waren und auch teilweise gebildet. Und mich hat dann wirklich schockiert, wie aus teilweise auch legitimen Ängsten, Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder oder ihrer Familien, ihrer Freunde, wie daraus dann so wirklich extreme Ideologien wurden und sich mit Verschwörungstheorien vermischt haben und dann auch die Konsequenz, die sie daraus ziehen, was für verrückte Dimensionen das teilweise annimmt. Also das war so, da so richtig Einblicke zu bekommen, war was mich schockiert hat, überrascht hat, teilweise auch irgendwie mein Interesse geweckt hat, dem noch mehr auf den Grund zu gehen. In Ihrem Buch beschreiben Sie Islamismus und Rechtsextremismus als zwei Seiten einer Medaille. Wie ist das zu verstehen? Also beide sind, was die Geschichten und was eigentlich das Skript, an dem Sie beide sozusagen schreiben, das Narrativ, das Sie beide versuchen in der Gesellschaft zu verbreiten, nämlich dass es einen unvermeidbaren Rassen-, Kulturen- oder Religionskrieg gibt, das ist eigentlich dasselbe. Und auch die Art und Weise, wie Sie mit den Emotionen der breiteren Bevölkerung spielen, wie sie versuchen, die Gesellschaft zu Überreaktionen zu provozieren, sodass sie sich am Ende gegeneinander wenden und wie sie mit dieser Wut, deswegen auch der Titel des Buches Wut, wie sie mit diese Wut gezielt schüren wollen, um ihre Randideologien wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bekommen, das ist beiden gemein und das, denke ich, ist auch so ja, der gemeinsame Nenner, auf den sie kommen. Eine grundsätzliche Frage, was verstehen Sie unter Extremismus? Also ich habe eigentlich die Definition, in meinen Recherchen verwende ich meistens die Definition von Cas Mutt, wenn ich über Rechtsextremismus spreche und wende das eigentlich auch auf andere Ideologien an. Das bedeutet, dass dem auch eine Demokratie, also eigentlich alle Ideologien, politischen Ideologien, die in einer antidemokratischen, menschenfeindlichen, die eine antidemokratische, menschenfeindliche Dimension annehmen und die sich gezielt eine Fremdgruppe suchen, die sie dann dehumanisieren. Also dieser Entmenschlichungsfaktor spielt für mich eine große Rolle, auch in dem, wie ich hier Extremisten definiert habe in dem Buch. Was sind die 5 Grundzutaten der Narrative von Extremisten? Also sie bedienen sich hier unterschiedlichster Mittel und ich würde sagen, dass, also das spreche ich ja auch konkret im Buch an, dass es einerseits einen Einfachheitsfaktor gibt. Sie sprechen immer in Schwarz- und Weiß-Bildern. Das ist so eine der Zutaten, die sie sich hier bedienen in ihren Ideologien. Es ist immer die Rede von
der Eigengruppe als die Guten und der Fremdgruppe als die Bösen. Es gibt immer nur, es gibt auch nichts dazwischen und sie versuchen auch ganz gezielt hier die Grauzonen zu eliminieren, was natürlich gerade in einer hochkomplexen Welt auch sagen wir mal, teilweise sehr anziehend sein kann oder sehr ein attraktives Angebot ist für Menschen, die nach einfachen Lösungen für hochkomplexe Situationen suchen. Zusätzlich verwenden sie auch sehr gezielt, versuchen sie auch Empathie oder Sympathien zu wecken. Ich nenne das den Tinder-Effekt. Sie versuchen auch gezielt in der Propaganda zum Beispiel charismatische Mitglieder oder vor allem teilweise auch Frauen zu verwenden, um auch wirklich sich selbst auch als, teilweise auch sich selbst als Opfer darzustellen, aber auch insgesamt Sympathie zu wecken. Das heißt, es gibt auch immer wieder in der Propaganda Fotos mit irgendwie süßen Katzen, das hat ja der IS sehr stark auch verwendet, aber auch auf rechtsextremer Seite gibt es immer wieder Versuche, sich so ganz gezielt als menschlich, natürlich, aber auch als sympathisch darzustellen. Und da ist auch das ganze Rebranding, das jetzt vor allem in rechtsextremen Kreisen passiert, spielt auch so ein bisschen mit dieser Kategorie, auch hip und cool zu wirken. Es geht wahnsinnig viel um die Optik hier. Dann eine andere der Zutaten ist auch, dass sie in sich einerseits, also dass Kohärenz eine große Rolle spielt, Kohärenz der Ideologien oder der Weltbilder. Das heißt, sie verwenden sehr oft, basierend auf tatsächlich auf Fakten, bauen sie teilweise auf, verwenden dann aber noch Falschinformationen, Verschwörungstheorien, die sich da mit reinmischen, um ihr Weltbild in Wirklichkeit kohärent zu machen. Und das Problem ist, dass sie nicht nur in sich selbst teilweise Sinn machen, weil sie auch sehr, sehr einfache Weltbilder haben. Es ist nicht so schwer, hier kohärent zu bleiben, sondern dass sie zusätzlich auch noch sich gegenseitig eigentlich helfen, weil sie die gleichen Geschichten erzählen und somit auch wechselseitig dasselbe Bild oder dasselbe Weltbild verbreiten. Wie funktionieren die Medienstrategien von rechtsextremen und islamistischen Netzwerken? Also in den letzten Jahren haben sie sich immer mehr, beide Gruppen, ich muss vielleicht mal zuerst dazu sagen, beide haben eine sehr explizite Medienstrategie und sehen die Medien als wahnsinnig wichtig an, um ihre wirklich Randideologien überhaupt erst, um sich Gehör zu verschaffen in der Mitte der Gesellschaft und um möglichst viele Menschen, der IS wird das die Grauzonen-Muslime nennen, die Rechtsextremisten, vor allem die amerikanischen, nennen das die Normies. Oder die amerikanische Alt-Right nennt das die Normies, die Normalbürger, um die heranzuziehen auf die eine oder andere Seite. Und beide sehen da die Medien als Verstärker ihrer Ideologien. Und zum Beispiel der IS hat ein sehr, und auch Al-Qaida hatte ein sehr konkretes Medienhandbuch, wie sie damit umgehen sollen. Auch Zawahiri hat zum Beispiel gesagt, ich glaube, die Hälfte des Dschihads besteht eigentlich aus der Medienarbeit. Und sie verwenden ganz, ganz bewusst Provokationen, entweder auf militanter Ebene, also Terroranschläge, oder aber auf metapolitischer Ebene, so wie auch zum Beispiel die Identitäre Bewegung oder andere eher jetzt, also nicht gewaltvolle Organisationen verwenden eher zum Beispiel metapolitische Medienstunts, um diese ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und um den politischen Diskurs zu beeinflussen. Aber beide sehen die Medien sehr stark als, es gibt so fast eine Hassliebe zu den Medien, weil einerseits brauchen sie die Medien, andererseits bezeichnen beide die Mainstream-Medien als Lügenpresse. Und jetzt kommt dann zusätzlich noch die Dimension der sozialen Medien hinzu, die auch extrem viel Druck ausübt auf die traditionellen Medien. Und dem kommt dann, wird eine gewisse Sensationsgier hinzugefügt, was auch wieder eigentlich ihnen beiden zugute kommt, weil so mehr noch berichtet wird über ihre Aktivitäten. Und sie beide wissen auch sehr genau, wie sie auch die sozialen Medien, die Schwachstellen der sozialen Medien ausnutzen können für ihre Zwecke, also zum Beispiel ihre Hashtags in die Top-Trends zu befördern, Algorithmen auszutricksen, die Effekte von Filterblasen sich zu nutzen zu machen und auch neue Tools zu entwickeln, sowohl die Islamisten. Ich bin in einigen Pro-IS-Gruppen drin, die gerade ihre eigenen Verschlüsselungsinstrumente oder Tools entwickeln, die aber auch teilweise so Methoden entwickeln, um zum Beispiel Text in Bildern zu transportieren, um nicht entdeckt zu werden von den Behörden. Ja.
Und jetzt eine Frage in eigener Sache. Unsere Organisation beobachtet sowohl extrem rechte als auch islamistische Aktivitäten. Wie kann man darüber berichten, ohne der Selbstinszenierung von Rechtsradikalen und Islamisten in die Hände zu spielen? Das ist enorm schwer. Also gerade in der Berichterstattung, denke ich, ist das Allerwichtigste eine differenzierte Sprache und sind die Nuancen wirklich das Wichtigste und die Konsistenz, dass man über alle Arten, also sowohl den Islamismus als auch den Rechtsextremismus berichtet und dasselbe Vokabular verwendet, wenn es um Terroranschläge geht zum Beispiel. Aber ich denke, dass es eben wichtig ist, hier sehr differenziert zu sein, wenn es um Themen geht, wie gerade die Unterscheidung zwischen dem Islam als individuellem Glauben oder dem Islamismus als politisierter Form oder dem Dschihadismus als gewaltvoller politisierter Form. Und was ich denke auch hilfreich ist, ist, dass viele Medien, gerade die Medien haben teilweise 1:1 die Propaganda zum Beispiel vom IS gezeigt. Und ich denke, es wäre hier enorm wichtig, das ist in den letzten Jahren schon immer mehr passiert, aber wirklich jedes Mal, wenn irgendwie Propaganda geteilt wird, da auch eine detaillierte Analyse dazu zu geben, auch was da dahinter steckt, was für psychologische Effekte versucht werden zu erzielen, damit nicht in Wirklichkeit dem Ganzen einfach nur eine Plattform geboten wird. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, das ich auf der Rückseite Ihres Buches gefunden habe. Islamistische und rechtsradikale Hitzköpfe polarisieren unsere Gesellschaften, während die Moderaten in der Mitte Einfluss an Populisten verlieren, die Extremismus für ihre Zwecke ausnützen. Würden Sie diesem Zitat zustimmen? Ja, ich würde dem schon zustimmen. Also ich denke, dass die Dynamik sicher so ist, dass immer mehr auch Rechtspopulisten das ganze Klima ausnützen und auch teilweise sogar diese Ängste, die immer mehr entstehen und diese Polarisierung denen zugutekommt. Ja. Was meinen Sie, wenn ich jetzt annehme, dass Sie das zustimmend zitieren würden, was meinen Sie mit der moderaten Mitte der Gesellschaft? Mhm. Ist das eine Beschreibung der Wirklichkeit oder ein politisches Ziel? Also ob der Begriff eine Beschreibung der Wirklichkeit ist oder ein politisches Ziel damit. Also ich denke, die moderate Mitte ist in Wirklichkeit so breit, es würden alle Gruppen oder alle politischen Ideologien darunter fallen, die nicht demokratiefeindlich oder menschenverachtend sind. Deswegen denke ich, da fällt natürlich alles rein, also von konservativ bis hin zu linksliberal. Und ich würde da auch tatsächlich sehr viele auch, es sind auch keine klaren Grenzen teilweise, also gerade zu den extremen Rändern ist es natürlich schwer zu sagen, ab wo hört die Mitte auf, ab wo beginnt der Extremismus. Und wir teilen das zum Beispiel sehr oft, also gerade in der Extremismusforschung und vor allem auch beim Institut, bei dem ich davor gearbeitet habe, bei Quilliam, haben wir das meistens eingeteilt in sozusagen die Mitte, und dann gibt es aber teilweise natürlich Menschen, die, wir haben sie Empathizers genannt, also die empathisch sind gegenüber Extremisten, und dann gibt es noch die Sympathisanten, und dann beginnen die aktiven Mitglieder von extremistischen Organisationen. Und gerade bei den Sympathisanten ist natürlich die Frage, das ist jetzt im Graubereich, aber das sind tendenziell die Menschen, bei denen wir am ehesten Erfolg haben können, wenn wir die Hand ausstrecken und versuchen, sie auch zur Mitte zurückzuholen. Und das gelingt nur dann, wenn da kein Vakuum bleibt, das dann die extremistischen Anwerber füllen können. Also wenn wir auch die Sorgen von diesen Menschen, die potenziell gefährdet sind, sich anzuschließen an extremistische Netzwerke, die auch wirklich wahrnehmen und hören und ansprechen in der Politik, aber auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Sie beschreiben Islamismus und Rechtsextremismus als globale Phänomene. Was sind dann die globalen sozioökonomischen Ursachen für den Erfolg dieser Bewegungen? Die großen Fragen. Also ich denke, in den letzten, wirklich vermutlich seit der Jahrtausendwende, gab es einen unglaublich schnellen, strukturellen, wirtschaftlichen, aber auch technologischen, kulturellen, sozialen Wandel auf globaler Ebene. Und das hat schon zu einer Situation geführt, in der es unglaublich viele Identitätskrisen auf unterschiedlichen Ebenen gibt. Einerseits auf individueller Ebene, Menschen, die nicht mehr genau wissen,
ob sie in ihrer Gesellschaft gleichzeitig zum Beispiel Muslime und auch gleichzeitig Deutsche sein können, gehört der Islam zu Deutschland, also diese großen Fragen, die auch teilweise vermutlich aus einem Wettkampf, aus einem sozioökonomischen Wettkampf zwischen sozusagen eher jetzt, also aus dieser kulturellen Vielfalt oder auch aus den Migrationsströmen oder ja aus der kulturellen Veränderung ist auch sehr viel Schuld oder Ängste, die daraus entstanden sind, Schuld für eigentlich sozioökonomische Missstände und für teilweise die Folgen jetzt der wirtschaftlichen Globalisierung sind teilweise auf diese kulturelle Globalisierung oder viele Menschen haben denke ich, eben die Schuld eher auf diese auf die kulturelle Globalisierung geschoben, eher noch als auf die wirtschaftliche Globalisierung. Und das wurde dann auch von unterschiedlichsten Seiten sehr stark ausgenutzt, um zu sagen, eigentlich ist das Problem die kulturelle Vielfalt und nicht das sozioökonomische System oder der sozioökonomische Wandel, den viele Regionen durchgemacht haben. Also zum Beispiel waren viele der Brutstätten sowohl für Islamisten als auch für Rechtsextremisten in ehemaligen Industriegebieten, die einfach, wo einfach unglaublich viele Sorgen und Ängste zusammenkommen und das in so einem wahrgenommenen Identitätskonflikt endet oder in einem wahrgenommenen Wettkampf um Jobs, aber auch um, wo es auch teilweise um ja, bedrohliche, also wo sich die Menschen bedroht fühlen in ihrer Sicherheit. Sehen Sie die Möglichkeit, dass der Begriff des Extremismus die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten von extremer Rechten und dem radikalen Islam einebnen könnte? Dass der Begriff des Extremismus die nochmal das Also sehen Sie die Möglichkeit, dass der Begriff des Extremismus die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten einebnen könnte? Denn schließlich ist der Nationalsozialismus unter anderen Bedingungen entstanden als der Islamismus. Mhm. Es gibt unterschiedliche historische Bezüge, unterschiedliche ideengeschichtlichen Bezüge. Und all das unter den Begriff des Extremismus zu fassen, könnte ja dazu führen, dass diese ganzen historischen und sozioökonomischen Ursachen in ihrer Unterschiedlichkeit verloren gehen. Das stimmt auf jeden Fall. Das war auch eine meiner größten Sorgen, ehrlich gesagt, in der deutschen Übersetzung, weil ich glaube, dass schon der Extremismusbegriff insgesamt einfach also historisch gesehen hier ein größeres Thema und auch ein größeres Thema der Debatte ist, als jetzt zum Beispiel in Großbritannien, wo Extremismus, also auch in Regierungsdokumenten wird jetzt ganz allgemein immer von Extremismus, egal ob von Rechtsextremismus, Linksextremismus, islamistischem Extremismus, es wird immer dieser Extremismusbegriff sehr pauschal verwendet. Das ist hier, denke ich, im deutschen oder im deutschsprachigen Raum sehr anders. Ich glaube trotzdem, dass der Begriff des Extremismus, wenn man ihn eben so auslegt als gerade menschenfeindlich oder menschenverachtend und dehumanisierend, dass er trotzdem hilfreich ist, weil er irgendwie einen Ansatzpunkt bietet. Und dann gibt es natürlich gewaltbereite und auch nicht gewaltbereite Extremisten. Es ist eine gute Frage, auch inwiefern Extremisten fühlen sich ja selbst auch nie als Extremisten. Und inwiefern dieser Extremismusbegriff teilweise auch kontraproduktiv ist, weil man grundsätzlich auch eine Gruppe von Menschen damit verletzen könnte oder die sich angegriffen fühlen könnten. Ich denke, das war auch so die zweite Sorge, die ich hatte mit der Verwendung dieses Begriffs. Funktioniert dieser Begriff des Extremismus auch außerhalb von Demokratien? Also was sind Mitte und Extremismus beispielsweise im Iran oder in Afghanistan? Ja, also gerade der Begriff des Extremismus, aber auch des Terrorismus wurde natürlich gerade von autoritären Regimen auch für ihre eigenen Zwecke verwendet, um alle, die anderer Meinung sind, als Terroristen zu kennzeichnen. Also das haben natürlich einige Regierungen auch mit Minderheiten teilweise gemacht, die einfach Protestbewegungen gestartet haben. Ich glaube, es besteht immer die Gefahr, den Begriff muss man natürlich immer auf den Kontext anpassen. Das ist auch der Grund, warum es noch nach wie vor keine internationale Definition weder von Extremismus, nicht mal von Terrorismus gibt. Im Moment ist die UNO-Liste der terroristischen Organisationen besteht aus allen Gruppen, die entweder mit dem IS oder mit Al-Qaida irgendwie verwandt sind. Das ist doch sehr einschränkend. Ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, den Begriff auch auf andere
Formen des Extremismus auszuweiten und gerade den Rechtsextremismus, der zum Beispiel jetzt von Präsident Trump komplett rausgestrichen wurde, also er beschäftigt sich jetzt nur noch mit, er nennt es islamischen Terrorismus und hat das ganze Budget für Rechtsterrorismus gestrichen. Ja, aber gerade auch was die sprachlichen Feinheiten und was natürlich auch die Nuancen betrifft, vor allem auf rechtsextremer Seite, ist es schon wichtig hier zu unterscheiden und weil es einfach so eine unglaublich diverse Landschaft ist, viel diverser, denke ich, als auf islamistischer Seite, weil es hier einfach wirklich viele ideologische Strömungen gibt, die auch sehr stark sich unterscheiden zwischen in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und selbst innerhalb der Länder es unterschiedlichste Gruppen gibt. Mich wundert, dass in einem Buch über Islamismus und Rechtsextremismus der Antisemitismus nur am Rande vorkommt. Ist nicht gerade der antisemitische Verschwörungsglaube die wesentliche Gemeinsamkeit zwischen diesen Bewegungen? Echt? Ich denke nicht, dass er nur am Rande vorkommt, aber es stimmt natürlich, dass jetzt nicht das Hauptaugenmerk darauf ist. Es ist sicher eine Gemeinsamkeit in den Ideologien und teilweise auch den Inspirationen, die sie schon von den Ideologen, an denen beide ansetzen, diese Inspirationen, der sie sich bedienen, da denke ich, ist das antisemitische Element ein ganz großes. Aber der Antisemitismus ist für mich eine Gemeinsamkeit und spielt für die Wechselwirkung eine weniger große Rolle als jetzt zum Beispiel dieses Weltbild, dass es einen Konflikt zwischen Muslimen und Nichtmuslimen gibt oder zwischen, genau, also diese Idee eines unvermeidbaren Kulturkrieges oder Glaubenskrieges ist, denke ich, jetzt diesen aktuellen Strömungen von Rechtsextremismus und Islamismus gemein. Was aber nicht bedeutet, dass der Antisemitismus eine weniger große Rolle einnimmt. Ich glaube, gerade auf der rechtsextremen Seite, und das meine ich auch in der Unterscheidung in den unterschiedlichen Strömungen, gibt es ja sehr viele rechtsextreme Bewegungen, die sich bewusst auch für ihre Optik vom Antisemitismus distanzieren, wo aber dann trotzdem immer wieder wir Individuen beobachtet haben, die von einer einfach nur anti-immigrations- und anti-muslimischen Einstellung bis hin zu Antisemitismus gekommen sind, also begonnen haben eigentlich mit einer eher auf kultureller Ebene einer Einstellung eines Kulturkonflikts und in antisemitische Echokammern gekommen sind, weil sich dann noch Verschwörungstheorien dem hinzugefügt haben und sie dann diese wahrgenommene Invasion durch muslimische Immigranten die Schuld dafür zum Beispiel den globalen jüdischen Eliten gegeben haben. Und so ist das Ganze auch sehr dynamisch. Ich wollte aber explizit für diese Wechselwirkung, die sich beobachten lässt und wie die beiden sich auch wirklich immer mehr in die Hände spielen, da war für mich eher dieses Weltbild, das sie teilen, wichtig. Und auch, wie sie gegenseitig auf Angriffe der anderen Seite reagieren. Stichwort geteiltes Weltbild. Es gibt durchaus in Teilen der extremen Rechten eine Hemmung, den Islam als solchen zum Feindbild zu erklären. Und wie verträgt sich das mit Ihrer Erklärung, dass es hier zu einer gegenseitigen Eskalation kommt, bei der man sozusagen unbewusst sich immer mehr in eine manichäische Kampfesituation bringt, in der es nur noch Muslime auf der einen Seite und völkische Deutsche auf der anderen Seite gibt und so weiter. Wie also lassen sich diese Affinitäten für den Islam in der extremen Rechten mit ihrer Grundthese vereinbaren? Ja, weil es sehr oft um eine Hassliebe geht, die also bei einigen Parteien der extremen Rechten, und ich glaube, das ist auch der größte Konfliktpunkt zwischen unterschiedlichen Strömungen auf rechtsextremistischer Seite, zwischen der Alt-Right und der Alt-Light zum Beispiel, oder zwischen wirklich den eher alten oder den traditionellen Neonazis und jetzt der neuen Rechten oder den Identitären zum Beispiel, ist ja der Hauptkonfliktpunkt eigentlich, dass die einen wirklich den Islam als den größten Feind sehen, die anderen eher die Schuld für diese Masseneinwanderung und für die wahrgenommene Gefahr, die von muslimischen Migranten ausgeht, die Schuld dafür dann zum Beispiel den Juden geben oder auch und sozusagen diesen Antisemitismus und Antiliberalismus, Antimultikulturalismus, dass sie das dann eher vereinen. Und da kommt es dann auch
wirklich zu konkreten Fällen von Kooperation. Und da kommt es zum Beispiel zu einer Verherrlichung teilweise sogar des Dschihadismus auf rechtsextremer Seite. Also in Neonazi-Kreisen werden auch Dschihadisten teilweise sogar verherrlicht und glorifiziert, weil dieses Märtyrersein fast schon als heldenhaft wahrgenommen wird, dass sich für die eigene Gruppe so einsetzen. Und andererseits das antisemitische Element, sie das gemein haben. Das ist auch in dem Fall von Amedi Coulibaly, dem Attentäter, der die Geiselnahme durchgeführt hat 2015 im Hyper Cacher, im Koscher-Supermarkt in Paris. Der hat ja seine Waffe von einem Rechtsextremisten erhalten, seine Kalaschnikow. Und das Gleiche im heutigen Fall, vermutlich wieder eine Verbindung zwischen Nordadler, der rechtsextremen Gruppe, wo eines der Mitglieder sogar behauptet hat, er hätte diesen IS-Sympathisanten, dem er geholfen hat, in nationalsozialistischen Kreisen kennengelernt. Also ich denke, es gibt immer wieder diese Formen von expliziter Kooperation, teilweise ja auch Überläufer. Immer wieder gab es Fälle von Überläufern, von Neonazis, die sich dann dem IS angeschlossen haben. In ganz Europa gab es solche Fälle, auch Sascha L. hier in Deutschland, wo auch wieder klar wird, da ist dieses antisemitische Element ein großer Teil davon, aber sie teilen natürlich auch andere ideologische Elemente wie Frauenfeindlichkeit, dieses Zurückkehren wollen zu einer, in Wirklichkeit einer homogenen Gesellschaftsform, die von allen fremden Einflüssen gereinigt ist. Und andererseits, und das ist schon so das Weltbild, das sie aber auch mit anderen Formen des Rechtsextremismus teilen, nämlich dass es diese äußeren Einflüsse gibt, die als Bedrohung wahrgenommen werden. Aber oft findet diese Kooperation nicht so explizit statt, sondern sie spielen nur aufs gleiche Ziel hin oder versuchen, dieselbe Polarisierung hervorzurufen in unserer Gesellschaft, damit der aktuelle Status quo zusammenbricht. Sie haben am eigenen Leib Erfahrungen mit Hate Speech im Internet gemacht. Was ist vorgefallen? Es gab einige Wellen an wirklich Hasskampagnen, die direkt gegen mich, teilweise auch gegen die Organisation, bei denen ich gearbeitet habe und Arbeit durchgeführt wurden. Also die erste Welle war eigentlich, oder die erste große Welle, muss ich sagen, war im Juni, im Mai 2017, als ich einen Artikel veröffentlichte in The Guardian, wo ich den Gründer der English Defence League als Rassisten bezeichnet habe, beziehungsweise eigentlich habe ich nur gesagt, dass sein Twitter-Account ein Beispiel ist, für wie weiße nationalistische oder rassistische Bewegungen immer mehr in den Mainstream geraten. Und er ist daraufhin in unser Büro gestürmt und hat das Ganze gelivestreamt zu einer kanadischen rechtsextremen Medienplattform und hat damit eine riesengroße Hasskampagne ausgelöst. Ich habe in den Monaten darauf oder in den Wochen darauf recht viele Bedrohungen und auch einfach ungute Hassmails, Hass-Twitter-Nachrichten erhalten. Das Ganze hat sich aber, also ich habe es aus unterschiedlichen Kreisen auch schon erhalten, auch schon aus anderen eher jetzt deutschen Neonazi-Foren zum Beispiel, als ich berichtet habe über koordinierte Hasskampagnen, wurde ich dann selbst zum Opfer einer Hasskampagne, weil ich ein bisschen berichtet habe, was für Strategien und was für Manipulationstechniken sie da anwenden. Da ging es konkret auch um die Discord-Gruppe Reconquista Germanica, aber auch von anderen Seiten. Also es gab im letzten Jahr oder zwei Jahren immer wieder so größere Wellen. Das klingt dann auch immer wieder ab. Was würden Sie Menschen raten, die ähnlichen Hass abbekommen? Also wir haben ja eine Kampagne oder wir haben ein Netzwerk aufgebaut, das sich die Online Civil Courage Initiative nennt, wo wir versuchen, wirklich NGOs und Aktivisten mit dem Wissen und auch den Mitteln auszustatten, um Hass im Netz besser zu begegnen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich nicht einschüchtern lässt, weil das ist genau das Ziel von diesen Hasskampagnen. Und also oft wollen sie ja wirklich, dass Journalisten, Politiker oder Aktivisten ihre Arbeit aufgeben. Und andererseits, dass wir versuchen auch klar offenzulegen, wenn zum Beispiel nur einige wenige für sehr, sehr viel
mehr sichtbaren Hass verantwortlich sind, weil das auch dabei hilft, denke ich, damit umzugehen, wenn man weiß, dass das jetzt eigentlich nicht der Durchschnittsbürger ist, der einen attackiert, sondern wirklich sehr konkret von einer geschlossenen Gruppe ausgeht, die sich da hinter den Kulissen koordiniert. Zusätzlich arbeiten wir relativ viel auch mit teilweise Psychologen zusammen. Und ich denke, es ist immer wertvoll, sich auch anzuschauen, was Menschen eigentlich dazu bringt, solche Hasskampagnen zu starten, beziehungsweise was das auch mit einem machen kann und sich das auch auf psychologischer Ebene besser anzusehen. Aber das Wichtigste ist, nicht einschüchtern lassen. Heute Abend zu Gast bei Tacheles war Julia Ebner, Terrorismusexpertin und Autorin des Buches Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Danke.